Oh mein Gott, was? Ich hoffe, ich erreiche mit dem Gift noch was? Den Minenwerfer. Den Minenwerfer? Oder meinst du wohl die 4 Minenwerfer? Alles klar, Leute. Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale, zu einer neuen Challenge. Heute ist mit dabei auch der Petoli. Hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Ja genau, wir werden heute auf jeden Fall die Half-Screen-Challenge machen. Und bevor wir starten, könnt ihr jetzt gerne schon mal beim Petoli vorbeischauen und ein Abo dalassen. Das müsst ihr ihm einfach mal gönnen. Vielleicht schaffen wir mal, dass wir bei ihm die 2000 Subs vollkriegen. Ich denke, das wäre machbar. Schauen wir mal. Okay, auf jeden Fall, Half-Screen-Challenge erklärt sich eigentlich von selbst. Wir werden jetzt die obere Hälfte vom Screen mit, in meinem Fall jetzt mit meiner Autogrammkarte hier abdecken. Alles klar, die gibt's übrigens bei einer Merch-Bestellung dazu. Okay. Und dann werden wir damit 3 Friendly Battles machen und wer dann am Ende gewinnt, ist der Sieger. Ja genau, Leute, heute um 17 Uhr kommt auch noch ein weiteres Video und zwar eine Super Magical Chest Opening Competition beziehungsweise ein Zusammenschnitt aus allen Super Magical Chest Openings. Alle Legendaries, die ich gezogen habe, die werden einfach mal zusammengeschnitten. Um 17 Uhr kommt es dann online, würde mich freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und dann würde ich sagen, beginnen wir auch schon mit dem ersten Fight. So, da sind wir jetzt auch schon im ersten Fight. Ich habe die obere Hälfte meines Bildschirms natürlich abgedeckt. Ich sehe jetzt gerade mal so die Hälfte vom Fluss irgendwie und gut, ich habe jetzt halt ein paar Karten oder Truppen drin, die ich jetzt nicht unbedingt einsetzen kann. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, auf welche Seite du angreifst. Ich baue hier schon mal einen heftigen Push auf. Ich sag dir nicht, okay, auf welche Seite. Ich bin mal gespannt. Dann bin ich mal echt gespannt. So, okay, das sollte okay, jetzt ja, eigentlich schon ankommen. Okay, ja, ich sehe es. Bei mir kommt jetzt gerade was an. Okay, okay. Ja, ich sehe nur meinen Bowler noch und meine Princess. Oh ja, ich habe gerade den Stein gesehen, wie er bei mir rüber gekugelt ist, so gesehen. Okay, da kommst du schon mal und ich denke, das ist eine Valkyrie, was ich da sehe, so. Ich denke mal, du hast meinen Push ziemlich gut aufgehalten, obwohl mein Bowler überlebt sogar noch. Okay, okay. Ja, ich sehe es, dein Bowler ist da noch am Start und ich kann sogar gar nicht sehen, wie viel Leben der hat, weil das noch überdeckt war gerade. Okay, aber anscheinend ist er jetzt down, ja genau. Okay, dann gucken wir mal, wie das Ganze hier weitergeht. Ich finde es ziemlich lustig, weil ich habe die Challenge noch nie gemacht und irgendwie das bringt so eine Abwechslung herein, wenn man mal überhaupt nicht einschätzen kann, was jetzt gerade passiert. Mhm. Und ich sehe, da kommt schon wieder was an. Oh ja, ein Riese von dir, krass. Und ich sehe nicht, was dahinter ist. Okay, ja, Ice Wizard, das sehe ich so gerade noch. Und ein Bowler, krass, krass, krass. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Damage ich jetzt bei dir mache, aber ja. Keine Ahnung. Ich kann es gerade nicht so ganz einschätzen. Du wirst es jetzt aber sehen, okay. Denke ich mal. Weil auf deinem Screen ist aufgeblinkt, dass du meinen Turm wahrscheinlich geholt hast. Ach so. Geht stark von aus. Ja, stimmt. Das sieht man ja selber noch. Das ist ja eigentlich ganz gut so. Mhm. Aber ich kann überhaupt nicht einschätzen, was bei dir so gerade abgeht. Was kommt denn hier? Irgendeinen Schatten sehe ich hier. Irgendeinen fetten Schatten. Ja, das ist ein Riese. Okay, ein Riese. Den muss ich irgendwie loswerden. Okay, er ist down. So. Ja. Dann geht's einfach mal weiter. Ich kann hier bei der Brücke gerade noch was setzen. So. Soweit geht es ja noch und... Oha, was Prince ist das denn für ein heftiger Push? Was ist das für ein heftiger Push? Ich habe überhaupt keine Chance mehr. Was ist das für ein heftiger Push, Goblin den Barrel. Du dir gerade aufgebaut durch diese hast? Karte? Lol, ich habe gerade durch diese Karte die Goblin Barrel geworfen. Ich hab einfach drauf gedrückt an die Stelle. Sieht man sogar in der Facecam. Okay, ich hoffe, das ja, war nicht so GG. Schlimm. Ja, GG. Das war's so mit dem ersten Fight. Einfach easy gefreecrowned. Ich würde sagen, ich ändere auf jeden Fall mein Deck und du kannst dein Deck auch nochmal ändern und dann springen wir direkt in Fight Nummer 2. So, ich habe jetzt gerade noch die Bildschirmhelligkeit ein bisschen dunkler gemacht, weil es in der Facecam einfach richtig krass überbelichtet war, aber gut, dann würde ich sagen, weiter geht's. Ich habe jetzt ein ganz spezielles Deck drin. Das könnte echt interessant werden, vor allem, weil du dich darauf auf den Push sozusagen einfach nicht vorbereiten kannst. Mir fällt gerade mega was Dummes auf, was mir passiert ist. Okay. Vielleicht jetzt nicht mega dumm. Oha, oha, okay, okay. Was passiert hier? Habe ich viel Damage gemacht oder konntest du das verteidigen? Ah, ich sag dir jetzt mal noch nichts. Ja, gut. Weil das ist es ja gerade, dass man nicht einschätzen kann, wie viel Damage man gemacht hat. Oh Gott, selber. Was kommt denn hier? Barbaren und ein Bomber? Aber das sollte soweit funktionieren, genau. Dann kommt hier mein Dark Prince und ja, okay, das habe ich noch verteidigen können. Mein Tower ist noch mit Full Life hier am Stehen. Vielleicht auch nicht. Oh Gott, okay. Schauen wir mal. So, dann kommt jetzt hier diese eine Truppe, die du nie sehen wirst. Okay. Oh Gott, nein. Ich habe verkackt. Scheiße. Wirklich? Was soll ich machen? Ja, diese Barbaren hier, ich habe null Elixier. Okay.
Oh Gott. Lol. Anscheinend hast du es aber noch verteidigen können, weil da nichts passiert ist. Mhm. Mein Tower ist auch noch fast full, also so gut wie. Übrigens, Leute, kauft mein Merch. Ernsthaft? Kauft mein Merch? Ja, ja. Du hast fast null Damage gemacht. Ich hab schon gedacht, ich hätte wirklich schon ganz gut Damage gemacht. Aber irgendwie jetzt starte ich einen neuen Push. Oh, alles klar. Okay, wenn du jetzt wüsstest, was ich hier hatte, Mann. Das war einfach der perfekte Konter. Aber du hast meinen Tower down, das ist blöd. Aber komm, starten wir einfach den nächsten Push. Ich weiß jetzt auch nicht, was hier abgeht. Siehst du schon meine Truppen? Oh ja, okay, okay. Meine drei Musket. Easy. Okay, da habe ich den Tower bekommen. Ja, das war sehr, sehr stark. Habe ich den rechten Tower schon gedamaged? Ich habe keinen Plan. Du hast es doch gesehen, du musst doch mal selber drauf achten. Du hast meinen Turm schon geholt, aber das siehst du doch selber auch. Ja schon, den rechten, also von meiner Seite den rechten aus. Alles klar, okay, ist doch egal. So. Ich starte jetzt hier nochmal einen kleinen Push. Oh Gott, was kommt, was setzt denn du hier alles im Bomber? Den hole ich easy weg und jetzt komm. Darauf kannst du dich eigentlich fast nicht vorbereiten. Okay. Come on. Ah, komm. Kritisch. Ich sehe halt nichts, was Kritisch. Passiert hier? What's going on? Okay. Shit. Oh shit. Und jetzt push ich hier nochmal nach. Das wird jetzt easy. Nochmal ein Free Crown. Safe gecallt. Was passiert denn hier? Irgendwas hast du hier. Was meine drei Musketiere? Wow. Die haben ein bisschen Damage bekommen. Die haben auf jeden Fall ein bisschen. Achso, jetzt habe ich schon verraten, was hier ist. Okay. Egal. Das ist es jetzt eh gerade. Ja, okay. Gut, ich denke, der Fight ist auch gewonnen, oder? Ja. Ja. Der Fight ist gewonnen. Naja, wenigstens habe ich einen Turm holen können. Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen trotzdem noch so eine Ehrenrunde. Ich wechsle nochmal mein Deck und mache irgendein Deck rein, das letzte einfach, was ich noch drin habe. Und dann sehen wir uns einfach im dritten Fight wieder. So Leute, ich habe gerade eben nochmal ein cooles Deck hier zusammengebastelt und damit springen wir jetzt in den letzten Fight. Ich hoffe, das wird nochmal ein bisschen lustig und dann kannst du auch schon annehmen. Genau, dann sind wir auch wieder im Fight. Ich decke natürlich wieder die obere Hälfte meines Bildschirms ab und jetzt geht's los, Leute. Der Fight wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich lustig hier. Ich beginne jetzt einfach mal hier mit dieser tollen Truppe und ich bin gespannt, ob du es gleich mal raten wirst, was ich hier habe. So. Ah ja, du hast anscheinend eine Koboldhütte, weil da andauernd so kleine Truppen angelaufen kommen. Möglicherweise, okay. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es halt, okay. Ah, und eine Barbarenhütte, aha. Hier kommt Nogrid auf jeden Fall von dir, der macht ein bisschen Damage, aber gut, das ist auch nicht allzu viel. Geht sich das so aus? Ich hoffe einfach mal, das muss ich jetzt so ausgehen, weil sonst habe ich hier richtig verkackt. So, von dir kommt bis jetzt noch nichts Großes und Gott, keine Ahnung, wo du hinschießt. Oh nein, ich habe gerade gepumpt, Digga. Das wird, den Tower wirst du, glaube ich, holen, oder? Den Tower wirst du, glaube ich, easy holen. Ja, aber du kriegst auch meinen Turm, du hast einen Minenwerfer, AFK. Ah, jetzt hat das gemerkt, dass ich einen Minenwerfer habe, aber mein Tower ist schon ziemlich low. Oh, iuiuiui. Also, der ist noch so gut wie full life, da brauchst du dir echt keine Sorgen machen. Das sollte eigentlich easy going sein. Ah, hier ist noch ein Musketier von dir. Das sollte ich... Nein, das ist doch, du alles Tower. So gut verteidigen kannst, Mann. Ja, ich frage mich, was du da alles verteidigt hast. Ich habe meinen Mortar da gehabt, der ist irgendwie 3 Stunden da gestanden. Da müssten ja dauernd so Barbaren und so ein Shit kommen. Hier kommt eine Valkyrie oder so, ein Hogrider. Und eine Valkyrie, okay. Ja, den Tower hast du down. Not bad. Lol, aber ich habe dann ja auch... Meinen. Lol. Ja, okay, 1-1. Jetzt wird's... Das wird nochmal kritisch, ja, ja. Es geht jetzt so um die Ehre. Die muss ich natürlich verteidigen. Ich pump hier nochmal vorne mit meinem Tower, dass du den Elixiersammler schön wegsnacken kannst. Nicht Spaß. So. Okay. Jetzt sind wir auch in der Double Elixir Time. Das sehe ich hier gerade so perfekt. Und jetzt geht es nochmal ein bisschen ab. Jetzt werde ich hier ein bisschen abfacken. Der von meiner Seite aus, dein rechter Tower ist ja schon down. Deshalb werde ich jetzt hier einfach ein bisschen was machen und nein, ey, du pusht immer genau in der zur rechten Zeit, wenn man das so sagen kann. Ich habe gerade hier ein paar Sachen gebaut, habe fast 0 Elixier und dann pusht okay, hier. Okay, ja. Das ist nicht so nice. Ich probiere mal sowas, eventuell, vielleicht funktioniert es ja. Wenn du gerade wüsstest, was hier alles steht, Digga. Wenn du das gerade wüsstest. Oh Gott. Ja, ich kann mir vorstellen, was da alles ist. Oha, okay. Okay. Oh mein Gott, was? Ich hoffe, ich erreiche mit dem Gift noch was? Den Minenwerfer. Den Minenwerfer? Oder meinst du wohl die 4 Minenwerfer? Alles klar, Leute. What the fuck? Nimm mal deine Abdeckung weg und schau mal, was hier abgeht. LOL! Oh mein Gott.
einfach 4 Minenwerfer. Okay, das war nochmal ein cooler letzter Fight. Ich glaube, ich habe alle mit 3 Kronen gewonnen. Kann das sein? Oder ich schaue nochmal nach. Nein, nicht mit allen. Nicht okay. Alle 3 Kronen. Ach so, stimmt. Jetzt habe ich den letzten auch nicht mal mit 3 Kronen gewonnen. Alles klar, was habe ich hier? Egal, Leute, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei Petoli vorbei. Und um 17 Uhr kommt eben die Compilation von meinen Chest Openings und Legendary Unboxings, was auch immer. Wir sehen uns dann auf jeden Fall. Bis dann, haut rein. Ciao.